tolle Kulisse, liebe Zuschauer. Wir melden uns aus dem Estadio de Montilivi. Und damit herzlich willkommen am Mikrofon. Auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. FC Girona gegen Rayo Vallecano. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Rayo Vallecano ist eine Mannschaft aus dem klassischen Fahrstuhlbereich, oder Buschi? Ja, glaube ich auch, Wolf. Das ist zwar einer der härteren Begriffe, die es so im Fußball gibt, aber wenn du diesen Status erstmal hast, dann ist es schwierig, den wieder loszuwerden. Hier ist die Aufstellung des FC Girona. Sie wählen ein 5-3-2. Absicherung also in der Defensive. Aus der massiven Abwehr heraus sollen dann die Vorstöße kommen. Hier sehen wir die Aufstellung von Rayo Vallecano. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und los geht's. Trejo. Schönes Anspiel. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Falcao jetzt am Ball. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da kann er sich den Ball holen. Christian Stuani. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Da passt der Klasse auf. Der kurze Eckball. Da ist die Chance. Ja, den hält er natürlich. Also Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Trejo. Sie lassen den Ball gut laufen. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. Duani. Klasse, wie er dahin geht. Trejo. Ist hier immer noch am Ball. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Oriol Romeo. Ja, guter Pass. Gefährlich. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Trejo. Falcao. Alvaro Garcia. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Stuani.
Den Ball kann er abfangen. Trejo. Da passt er auf. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Oriol Romeo. Alex Garcia. Und da holt er sich den Ball. Falcao. Oriol Romeo. Er geht schön dazwischen. Trejo. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Alex Garcia. Schöner Pass da. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Das frühe Stören jetzt. Da oben, der fordert den Ball. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Schuss! Ganz stark abgeblockt. Energischer Zweikampf, geht mit Eckball weiter. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Wird kurz ausgeführt. Ja, vielversprechende Aktion. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Der Ball kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Volley genommen. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Erst können sie sich noch befreien. Wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Und dann gibt es die nächste Chance und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Eine Minute gibt es obendrauf. Stuani.
So, Pausenpfiff, das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Der Anpfiff der Schiedsrichterin. Los geht's hier mit der zweiten Hälfte. Nun Falcao. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Ich glaube, da muss die Schiedsrichterin gelb geben. Sehe ich auch so, die richtige Entscheidung in dieser Szene. Alex Garcia. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Das macht er sehr gut. Ballverlust. Trejo. Klasse Pass. Sie bekommen den Ball nicht raus. Sie versuchen es. Sie geben Gas und hier ganz knapp fast der Ausgleich. Der Ball kommt zum Gegner. Und nun ein Schuss. Durchatmen erstmal nach diesem Fehler. Nach dieser Unaufmerksamkeit. Aber dann ist er wieder da, verhindert das Tor mit der Parade und macht seinen Fehler wieder wett. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Gefährlich jetzt. Und er hat den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Falcao am Ball. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Stuani. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Oriol Romeo. Christian Stuani. Das könnte die Führung geben. Den Ball hält er gut. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams.
Ecke kommt kurz. Der Schuss. Sie können den Ball erstmal ablocken. Sofort die Entscheidung durch die Schiedsrichterin, gibt Freistoß. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Das gibt Einwurf. Trejo. Da kommt der Versuch. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Da nimmt er Maß und drin ist der Ball. Dass er es von da probiert, ist schon außergewöhnlich. Aber dann geht der Ball auch noch rein. Unglaublich. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Unai Lopez. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Christian Stuani. Ganz stark. Knapper Rückstand für die Gastgeber. Gleich bekommen wir hier den Schlusspfiff. Sie haben heute Schwächen gezeigt, gar keine Frage. Da waren immer wieder ungewohnte Lücken und so liegen sie hier mit einem Tor hinten. Klar, noch wäre die Wende möglich, noch wäre hier alles drin, aber. Also ganz ehrlich, in der aktuellen Form habe ich da so meine Zweifel. Sehr guter Einsatz. Ah, oh, da geht er vorbei. Das muss es fast sein. Gute Aktion hier vom Torwart. Sein Team darf weiter auf ein Unentschieden hoffen. Ja, absolut. Wäre das Ding drin gewesen, hätten sie die Partie abschreiben können. Sie wechseln aus. Ja, das ist die kurze Variante. Und jetzt gibt es eine Ecke. Kurze Ecke. Jetzt kommt die Flanke rein. Und jetzt ist diese Szene beendet. Klasse Technik. Falcao! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Das ist natürlich jetzt nochmal Motivation, wenn er so ein Ding hält, ein Treffer Rückstand. Wirkt im Moment sehr gefährlich, was sie da machen. Falcao. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Trejo. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Santi Comesaña. Wir haben den Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen sich also hier mit dieser Niederlage abfinden.
Am Ende kommt hier also diese knappe Niederlage in der Liga raus. Es hat nicht viel gefehlt und ich denke, das ist vielleicht sogar das Positive, das Sie mitnehmen können. Sie waren dran. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stück.